Hallo und willkommen zu meinem großen Cut-1-Bombettenvergleich. Hier habe ich die Kobalt-Bombetten von Nico, dann die Kobold-Bombetten von Nico, dann die Kobold-Bombetten von Nico mit Weko-Symbol, dann die Kobalt-Bombetten von Weko, die Klabautermänner von Keller in verschiedenen Chargen. Hier habe ich zum Beispiel eine mit dem grünen Punktlogo, hier ohne. Dann habe ich hier noch eine, die lasse ich mal zu für die Sammlung. Die sieht auch so aus mit dem Logo, aber sie ist einzeln eingeschweißt in Folie. Davon habe ich nur die eine. Dann die älteren von Keller mit dem gelben Aufdruck unten. Und dann nochmal diese älteren von Keller mit Pinselstrichlogo mit ebenfalls gelb unten. So, dann hole ich jetzt mal welche raus. Die kommt in die Sammlung. So, die werde ich alle zünden hier. Kobalt Nico. Kobold Nico. Hier nochmal der Hinweis. Die sind wirklich aus der Schachtel, dass die Kobalt Nico mit Nico-Symbol hier Weko draufstehen haben. Und die mit Weko-Symbol haben hier irgendwo oben den Mog Nico-Hahn. Hier Mog Nico. Dann Kobold Weko. Klabautermann Keller. Hier habe ich auch noch einen Unterschied zwischen der und der Charge entdeckt. Nämlich die Nummer hier unten 806 NK49 und hier GY-213. Dann die letzten zwei zum Zünden aus diesem 2010 gekauften Display auf dem Displaykarton mit diesem Logo, aber auf den Schachteln mit dem und hier auf den Einzelschachteln mit dem. Und da zünde ich wieder alle vier in Silber, Rot, Grün und Blau irgendwo versteckt. So, nun wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung. So, los geht's mit den Kobalts. Ah, halb hoch bloß. Ja, und die zweite. Die war richtig hoch. Jetzt die Kobold Nico. Wunderbar. Die gefallen mir fast schon am besten von denen. Zweiter. Cooler Effekt. Kobold Nico mit Weko Logo. Krass. So, die zweite gleich hinterher. Die sind da noch heftiger. So, die Kobold Weko. Wunderbar. Und die zweite. Super. Die Klabautermänner. Zwei von den neueren. Unverwechselbar. Und der zweite. So, und noch ein letzter von der Charge, von der ich nur eine Schachtel habe. Was war denn das? Die war niedrig geblieben. Und jetzt die zwei letzten zum Zünden von dem Display, was ich auf eBay 2010 gekauft habe. Ich muss mal gucken, dass ich es besser auf die Kamera kriege. Und von den ganz alten zünde ich wieder alle vier. Habe ich gar nicht die Farbe gesehen. Das zweite. Der war eindeutig grün. Und welches erwartet uns jetzt? Welche Farbe? Blau. Und wenn die erste die silberne war, dann müsste das jetzt die rote sein. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns bei neuen Videos. Sowas von rot.